Gewöhnlich überfällt mich im zweiten Stock eine Art von Erschöpfung, die manchmal so weit führt, dass ich denke, ich müsste schon 3 Treppen gegangen sein. Aber das dachte ich diesmal nicht. Ich wusste, dass ich noch ein Stockwerk über mir hatte. Zu verschwinden, das ist mir bisher nicht geglückt, vielleicht in einigen Zeilen. Aber es gibt Geschichten, die sich gut lesen lassen und solche, die keinen Laut haben und schweigen kann Schreiben sein. Schreiben kann eine Form zu schweigen sein.